Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir haben ja in der letzten Folge diese super tolle Mission hinter uns gebracht, La Blubbelblubbel zu töten. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der Typ. Diese französischen Namen sind aber auch teilweise echt unglaublich schwer zu merken. Und wir müssen jetzt zur nächsten Mission. Das ist nämlich dann Mission Nummer 2 von Sequenz Nummer 10. Und dann sind wir auch schon in Sequenz Nummer 11. Also es geht wirklich schnellen Schrittes gen Ende. Obwohl das Ende ja nochmal richtig heftig sein soll. Also da sollte man sich schon auch richtig ausrüsten, sage ich mal. Das könnte ein bisschen schwer werden. Der ist tot. Ist der tot oder schläft er da? Was ist denn los? Guter Mann, was haben Sie? Ich glaube, Sie haben zu viel gesoffen. Was ist da los? Macht ihr Stress oder was? Sie machen Stress. Das geht nicht. Bam! Vive la Revolution! Und so. Warte, ich töte ihn. Ich habe 31.000 Credo-Punkte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich die alle ausgeben soll. Oh, der ist cool liegen geblieben. Ich brauche unbedingt mehr Kohle, ey. Ich meine, ich könnte natürlich mal versuchen. Oh, da kommen welche. Ich geh mal lieber weg. Ich müsste auch mal demnächst, glaube ich, wieder. Oh, was ist hier los? 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 Oh, ich bin vorbeigelaufen. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Hört mal bitte auf damit. So geht das aber nicht, Kinder. So geht das nicht. Ich werde, glaube ich, mal auch demnächst noch mal kurz ins Café Theatre gehen, denn dort erwartet uns bestimmt wieder eine Menge Kohle. Und eine Menge Kohle ist genau das, was wir brauchen, auch wenn das gar nicht so viel ist, wie ich das gerne hätte. Muss ich einfach mal so sagen. So, dann hopsen wir mal hier hin, dann hopsen wir mal dorthin, dann hopsen wir auch mal... Ne, hier runter anscheinend nicht, okay. Dann klettern wir halt ganz normal, das ist ja auch kein Problem, das können wir ja durchaus auch. Und dann sind wir dafür ein bisschen... Ach so, schon wieder Ibis. Doch, die ist ja jetzt immer mit dabei, du. Die Hinrichtung. Das ist Level 4. Germain ist irgendwo auf der Tribüne und schaut sich die Hinrichtung von Ludwig dem 16. an. 16. Was nicht der 14.? Ich hab keine Ahnung. Sie bringen den König hoch. Bist du sicher, dass Germain kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns. Dann sind wir auch schneller. Aber die ist doch so gut. Ich will mich aber nicht von Elise trennen. Die ist doch so hübsch. Mann. Alter, wie viele Leute. Bringt den Verurteilten vor. Okay, im Grunde wieder eine Mission, wo man wirklich sneaky sein müsste, das schaffe ich sowieso nicht. Es gibt 2 Fundstücke, 53 Wachen und 8 Verstecke. Germain eliminieren. Ich glaube aber nicht, dass das funktionieren wird. Die dürfen mich ja eigentlich gar nicht sehen, weil ich laufe hier ganz normal in der Menge. Das Dumme ist halt, wenn ich jetzt hingehe und sage Phantomklinge, ja. Seid ihr Schützen? Nee. Wir müssen halt den König irgendwie versuchen zu retten. Sind das Schützen oder sind das keine Schützen? Ah, keine Ahnung. Egal, ist ja auch wurscht, ob Schützen sind oder nicht. Wir sind hier in der Menge nahezu unsichtbar. Ja, so und jetzt nicht unbedingt. Okay, lol, wie komme ich denn da hin? Und hinterlistig. Jetzt wird er für die Schulden seiner leichtfertigen Amtszeit zahlen. Er bezeugt. Oh, shit. Das war blöd. Ich hätte nicht erwartet, dass sie das sehen. Ich war da so gut getarnt.
aus der Bahn. Wie können die mich denn treffen? Hier sind noch voll viele so Menschen und Unschuldige und so. Ich verstecke mich jetzt hier. Okay, wie töte ich denn Germain? Ist ja gar nicht mal so leicht. So. Ich hätte eigentlich gedacht, mich sieht keiner. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind da voll in der Meute drin. Als ob uns dann irgendjemand sehen würde, jetzt mal ohne Spaß, ne? Na gut, egal, wir warten jetzt erstmal kurz, bis wir wieder unentdeckt sind. Komm, beeil dich. Ja, das Ziel, wo soll das Ziel schon sein? Das Ziel wird wahrscheinlich da am Galgen stehen, oder? Vermute ich jetzt einfach. So, geht mal alle aus der Bahn hier, ich muss hier mal durch. Ich komme aber auch nicht nah genug ran, um identifizieren zu können und so. Das ist der nicht. Wo ist der denn? Ach, okay. Der steht da hinten auf der Bühne wahrscheinlich dann. Was? Warum? Schon mal schön nicht getötet werden. Ich denke mal, er wird ein Schütze sein, oder? Gibt es hier noch andere Wachen oder nur ihn? Ah, da sind noch mehr, aber ich glaube, die könnte ich schon. Ho, ho, ho. Ich wurde gefangen von der komischen Typen. Geh doch runter. So, er ist einer von den Schützen, ein anderer wäre da hinten und da. Oh, die Texturen sehen geil aus, ne, aus der Entfernung. Okay. Ich springe jetzt hier schnell runter. Nee, nix, Adlerauge. Runterspringen. Ja. Ich werde jetzt den anderen noch schnell töten. Damit ich das wenigstens geschafft habe. Und Germain wird da irgendwo... Irgendwo wird er schon sein, der Bursche. Und die ganzen Menschen hier. Alle weg. Oder der ist hier. Das kann sich auch sein, dass er irgendwo hier auf einer Tribüne ist, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße, die sind aber... Oh, fuck. Ungeil, würde ich ja mal fast sagen. Okay, ich gehe mal lieber hier lang. Ich gehe mal die andere Seite entlang. Boah, wie viele Leute hier sind. Und ganz ehrlich, komischerweise, das Spiel läuft flüssiger, als wenn weniger Menschen da sind. Das ist total komisch. So, wie komme ich denn jetzt? Achso, ich kann hinter denen laufen. Hä? Er hat mich bitte gesehen. Kann überhaupt nicht sein, dass sie mich gesehen haben, ohne Spaß. Willst du mich eigentlich verarschen? Wer hat mich denn gesehen? Ich laufe voll in der Meute. Warum nicht? Okay, einer hat mich gefunden. Die sind aber nicht sonderlich gut, deswegen... Kann ich durchaus gegen die kämpfen. Momentan läuft's auch. Komischerweise flüssig. Obwohl hier viele Menschen sind und ich gerade kämpfe. Läuft. So. Töten vielleicht? Achso, die gucken einfach zu, wie ich den töte. Ja, ist klar. Kann ich den noch schnell töten? Läuft. Oh ne, jetzt haben die mich gesehen. Das ist jetzt doof. Geht in seinen toten Winkel! Musst du nachladen. Hallo! Boah! Ach komm! Alter! Kannst du vielleicht dann auch mal wenigstens blocken, wenn ich das drücke? Das wäre total freundlich von dir. Jo. Kniescheibe brauchst du eh nicht mehr. Ich plündere euch jetzt auch alle. Mir egal. Wobei, alle habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ach, die beiden sollen mir reichen. Aber wobei, vielleicht hat einer von den Medizinern am Start. Das wäre natürlich ziemlich fett. Altes Gewand.
Jawohl, Medizin, so ist doch schön. Ich finde auch die Gegend, also gut, das, was hier passiert, ist jetzt nicht so geil, aber ich finde die Gegend an und für sich ziemlich cool. Irgendwie. Noch mehr Medizin, das ist geil. Jetzt habe ich noch mal zwei so übrig. So, wir müssen natürlich Germain finden. Mal eben gucken, wo der Bursche ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht hier auf dieser Tribüne sitzt oder so. Irgendwo muss er ja sein. Der alte Knacker. Wieder hier? Hier scheint er nicht zu sein. Das müsste ich eigentlich gut übersehen, können. Das müsste ich gut sehen können. Ach komm! Geil. Ich dachte, er greift doch mal an, aber er hat anscheinend keinen Bock. Was? Wo denn? Verdammt nochmal, Alter, das ist so zum Kotzen. Ich hab doch geblockt. Ja, jetzt kommt natürlich noch der nächste Saftpirat hier an. So, dann du. Boah, lauf mir noch nicht durch den Weg hier. Ach, jetzt haben mich alle gesehen, natürlich, weil ich einen Schützen getötet habe. Jetzt haben mich alle gesehen. What the fuck, einfach nur. Frage ist, hat er mich gesehen oder nicht? Ah, hat mich gesehen, okay. Oh, das ist sogar ein guter, ey. Boah, block doch mal. Ich glaube, da kommt momentan kein anderer nach. Ich könnte sich jetzt auch einfach schießen. Oder ich töte ihn einfach so. Am besten so, dass mich jetzt keiner sieht. Das wäre super. Okay, da kommt natürlich der nächste Arsch. Ich hab doch geblockt. Alter, der geht mir aber voll auf den Sack, ne, mit seinem Scheiß. Oh, ich mach dir mal einen auf den und den. Nein, nein. Ja, block mich, ist auch cool. Alter. So. Das Problem ist, jetzt bin ich eh gleich, jetzt bin ich eh tot. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ach, jetzt scheiß mal auf die Schützen. Ich werde sie jetzt nicht töten. Ist mir eigentlich relativ egal, ob ich sie töte oder nicht. Das ist mir zu blöd. Wie aggressiv die auch mit ihren Waffen sind, ey. Ich habe keine Chance. Ja, gut, ich kann ausweichen. Was halt total warum kann man ausweichen, aber keinen als Schutzschild benutzen? Das verstehe ich nicht. Also die letzten Missionen, muss ich sagen, boah, das sind ja nur Fail-Missionen. Ohne Spaß, ey. Ich bin so schlecht gerade. Naja. Ist mir aber auch egal. Mag auch daran liegen, dass ich nicht mal ganz so viel Bock auf das Spiel habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hat man vielleicht auch schon gemerkt. Man weiß es nicht. Ja, ganz ehrlich, scheiß auf die Schützen hier. Ach mal, ey, das ist so dumm. Jetzt muss ich da außen rum. Warte mal. Lass mich mal kurz noch mal hier durch. Ja, lass den Kopf da fallen. So. Lasst mich doch mal durch. Ich hab's ein bisschen eilig. Das haben die mich natürlich wieder entdeckt, die kleinen Pissnäcken. Alter. Alter. Boah, das Kampfsystem ist so kacke. Ich hoffe, dass... Also ich freue mich ein bisschen mehr auf, Rogue, muss ich sagen, weil das wird wahrscheinlich dann ähnlich wieder sein wie, Spiele, die wir schon können, kennen. Nämlich wie Black Flag, was sowieso das beste Assassin's Creed aller Zeiten bisher war. Da freue ich mich persönlich viel, viel mehr drauf momentan. So. Merkt natürlich keiner, mitten in der Meute, ich töte hier die ganzen Leute, aber das macht ja nichts.
Scheiße. Puh. Ich hab doch gedrückt, ey. Ich muss mal hier noch so eine Kamera auf meinen Controller... Alter, sind da zwei Leute oder kann er einfach nur zweimal schießen, weil er ein Held ist? Alter, wie viele hier sind. Ich hab, glaube ich, gleich keine Medizin mehr. Ja, wie soll ich die denn alle besiegen? Ja, jetzt block doch auch mal. Ich werde eh gleich wieder sterben. Ja, block nicht. Ja, block nicht. Ist alles supi. Wir gehen jetzt hier runter. So. Gar keine, kommen die eigentlich jetzt auch hier runter? Nö. Also nicht schön. Und wenn es hier ein Koket, ein Koketchen oder so, wie, das, wie man das auch immer nennen möchte. Komme ich denn wieder an die Truhe ran? Muss ich bestimmt einmal hier komplett außen rum? Ach, dann leck mich am Arsch, du blöde Truhe. Ja, dann leck mich am Arsch. So. Komme ich jetzt hier wieder raus? Bin ich hier unten, ey? Keine Ahnung, wie ich wieder rauskomme. Super. Komme ich hier vielleicht wieder raus? Irgendwo muss ich ja. Runter mit der Rübe! Ja, Moment, Moment, Moment. Alter, wo komme ich denn jetzt hier hin? Das ist doch auf jeden Fall falsch. Lol. Auf ein Wort? Bruder. Nee, nix auf ein Wort. Jetzt bin ich ja bei uns. Ist das nicht der Eingang zu dem Assassinen-Ding? Hier nicht. Tja, ich finde den guten Germain nicht, weil die mich alle nerven. Ey, wie soll man das denn machen, ohne Spaß? Ohne entdeckt zu werden auch noch. Mein gut, jetzt kann ich wahrscheinlich auch wieder hoch, ohne dass irgendwie die mich stressen. Das Problem ist, ich habe kein Leben mehr. Ja. Das wiederum bedeutet natürlich, es ist ziemlich blöd alles. Ach, die stehen immer noch da. Ja, ist geil jetzt. What the fuck? Ich hab gedrückt, ey, ohne Spaß. Das ist einfach nur zum Kotzen. Einfach nur zum Kotzen. Mann. Ja, so mache ich dann halt keine zwei Missionen. Ich weiß noch nicht mal, wo der Wichser ist, ey. Ohne Spaß. Mann, jetzt geht doch mal aus dem Weg, ey. Das ist so dumm. Warum kann ich denn die nicht wegdrücken? Wo ist denn der Stricher jetzt? Lasst uns beginnen. Lasst uns vor Gott den Allmächtigen. Vor allem, was auch ziemlich dämlich ist, der kann alles überblicken, ja? Komisch, aber er weiß nicht, wo der ist. Nee, das weiß er nicht. Macht keinen Sinn. Tja. Ja, wobei, der wird da nicht in der Mitte stehen. Ist der da? Aber wie komme ich denn da bitte hin? Ey? Hier sind so viele Wachen. Ich kann die gar nicht alle ausschalten. Ich merke auch, wie ich immer ungeduldiger werde für dieses Spiel, ohne Spaß. Jetzt muss ich erstmal wieder hier lang. Ah, Mann. Der Nachteil daran ist, dass hier so viele Menschen sind. Das sieht zwar ganz toll aus, aber... Boah, ja, geht doch mal weg, ey. Alter, willst du mich gerade verarschen? Durch alle kann er durch, aber durch die nicht, nee. Der Nachteil ist, dass das auch extrem nervig ist, weil du dich durch alle durchwühlen musst. Ey, das ist so nervtötend manchmal. Guck mal, hier ist ein Händler, geil. Das Geile ist, ich kann mir noch nicht mal alles kaufen, weil ich kein Geld mehr habe. Ah, guck mal, ich kann mir noch komplett Muni auffüllen. Kaufen wir uns noch eine Medizin, dann habe ich noch 37 Livre. Läuft.
Würde ich mal behaupten. So. Da geht's gleich runter. Was mir auch nichts bringt, weil ich muss ja nur wissen, wo Germain ist. Ja, es ist mir natürlich relativ wurscht. Ist der hier irgendwo? Nö, auch nicht. Achso, der muss ja auch hier sein. Ja. Aber wo ist der denn? Ist der vielleicht echt da hinten irgendwo? Das Dümmste finde ich immer noch, das fand ich aber schon in jedem Assassin's Creed total Banane. Wer hat mich jetzt gesehen? Ich bin da einmal kurz vorbeigehuscht, ja. Das Dümmste finde ich immer noch, dass die alle wissen, wie man aussieht, komischerweise. Ach, da hinten steht er. So, da wir das jetzt schon mal wissen, ist das ja schon mal ein kleiner Vorteil. Jetzt muss ich dann nur noch irgendwie hinkommen, ohne dass mich einer sieht. Ich frage mich nur, wie. Ganz ehrlich. Ich hab überhaupt nicht geguckt, die Pissnäten. Jetzt kommen eh die Schützen oder so, ne? Vor allem, wie können die mich verfolgen, ey? Ich bin hier voll in der Menschenmenge. Die sieht mich, man sieht mich da überhaupt nicht. Das ist auch ein Bullshit ohne Ende manchmal. So, erstmal zack. Ich werde jetzt erstmal hier so stehen. Ja, wobei, ich kann mich auch schon mal ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Solange ich hier noch ein bisschen im Schutze der Massen bin, ist das alles schon in Ordnung. Wie steht denn der da? Muss der kann. Was machen die denn da? Guck mal, das ist voll dumm. Da spawnen Leute. Okay, jetzt nicht mehr. Laufen über den Kuhmel. Ach, schon wieder. Laufen alle darüber. Das ist bescheuert, ey. So. Jetzt sind da auch zwei Wachen. Okay. Erstmal kurz verstecken. So, der steht dahinter. Das heißt, wenn die weg sind. Hoffe ich nicht, dass sich jetzt irgendjemand umdrehen wird. Achso, ich muss nur ein bisschen hinkommen. Erst läuft er. Hallo, Arno. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ja, ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden. Klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren möge. König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Und Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, wie ihr seht. Für diese Wahrheit ist der Mollet gestorben. Der göttliche Anspruch von Königen ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Nun entschuldigt mich. Einen schönen Tag noch. Tötet ihn. Los! Vielen Dank. Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. So sieht's aus. So. Elise, wir müssen los. Nein! Wir haben doch gesagt, wir lassen dich nicht hier sterben. So,
So, jetzt können wir gerne zusammen gehen. Wie Gegner betäuben? Als ob ich Gegner betäube. Wir sind Assassine, wir töten Leute. Du bist aber ganz schön langsam, Mädchen. Lauf mal ein bisschen schneller. Ich bin eine feine Dame, ich kann nicht anders. Komm noch her. Ich schaffe das. Ja, ja, du schaffst das. Und nachher bist du tot und ich bin traurig. Nee, 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 so nicht. Ach, guck mal, Hilfe bekommen wir auch. Das ist es nicht wert. Du bist doch mein Sonnenschein. Er hat ja auch gesagt, er liebt sie, also lässt er sie natürlich nicht allein. Das ist absurd, gegen so viele kannst du nicht kämpfen. Geh, ich verschaffe dir Zeit. Wir bleiben schön hier. Das Geile ist, die kämpfen alle hier gegeneinander. Ich werde ihn nicht entkommen lassen. Elise, warte. Ach, nö. Ah, jetzt aber schnell hinterher. Doch, ich kann mich verstecken. Ich muss Elieselchen hinterher. Die Folge geht schon viel zu lang, verdammte Scheiße. Eigentlich müsste ich sie beenden. Nee, stirb. Töte ihn. Achso, das geht ja nicht, weil ich hab ja das Ding nicht. Jetzt läuft die. Einfach weg. Oh, sie wird verfolgt. Ich würde aber mal sagen, an der Stelle beende ich einfach mal die Folge. In der Verfolgung, mittendrin statt nur dabei. Und in der nächsten Folge geht's dann genau hier weiter, wo wir jetzt sind. Ich will aber ganz kurz warten, bis der Kampf wenigstens zu Ende ist. Aua. Aber kannst du mal irgendwie... Läuft die jetzt weiter? Nee. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir sind immer noch auf den Fersen von Germain. Und wir müssen natürlich hinter Elise her, nicht dass die irgendwie jetzt hier ne, noch Aua kriegt. Aber die letzte Folge war schon ein bisschen lang und ich habe mir gedacht, Mensch, ich weiß nicht, wie lange die Verfolgung geht. Anscheinend ist sie jetzt zu Ende. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast ihn nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Es kriselt. Okay, ich habe mich jetzt gerade umentschieden. Ich verabschiede mich jetzt nochmal von euch, denn ich werde das einfach in die... Ich habe für schleichende Auszeichnung bekommen, ernsthaft? Alles klar, ja, was soll's. Ich werde die Folge jetzt nochmal beenden, denn ich schneide das einfach mit an das andere Stück ran, weil das ist jetzt knapp eine Minute nur, das kann man durchaus mal machen. Deswegen bedanke ich mich nochmal bei euch. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Die wird dann auch tatsächlich etwas länger gehen. Ich werde nochmal ins Café Theatre gehen und mir da ein bisschen was holen, nämlich Geld. Bis dahin, haut rein.